Ja, meine Lieben, draußen, wo sind's? Willkommen zurück zu einem Live-Reaction von Fire Emblem Heroes. Ein weiterer Fate-Channel ist draußen. Und ja, so wie jedes Jahr reagieren wir natürlich drauf und schauen wir mal, was sie diesmal zu zeigen haben, nicht wahr? Ja. Bestimmt zeigen die natürlich eine Story oder die neue Story, so wie jedes Jahr. zeigen die das ja immer im Dezember, ne? Zeigen die ja immer die neue Story, die dann im Laufe des nächsten Jahres wir ja dann, erleben werden. Und ja, schauen wir mal, ne? Ich meine, dieses Jahr war auch die Story irgendwie sehr interessant gewesen oder komisch oder naja, auf jeden Fall, wir sind da auf jeden Fall in die Zukunft gereist und dann wieder in die Vergangenheit. Ne, wir waren erstmal in der Vergangenheit gewesen, dann in die Zukunft und dann wieder zurück in die Gegenwart. Also ganz verwirrend, weißt du? Und ganz am Ende, also falls ihr die Story auch mitbekommen habt, ne, von Fire Emblem Heroes, da hat sich ja auch letztendlich herausgestellt, dass dieses gesamte Abenteuer, das wir da erlebt haben, einfach mal 5 Minuten letztendlich nur gedauert hat. Und man denkt sich so, ja, was für eine Zeitverschwendung, weißt du? Und genauso wie dieses Intro hier auch schon 1 Minute um. Oh, Mensch, ey. Ja gut, dann denke mal, starten wir aber dann auch direkt mit der Live-Reaction. Hoffentlich zeigen die mehr natürlich auch, sondern nur die Story, aber das ist ja ein Fate-Channel. Also wie wir es ja kennen, zeigen die bestimmt mehr. Und ja, bin mal gespannt, was die wirklich zu zeigen haben, außer die Story natürlich. Und ja, starten wir direkt, ne? Haben die natürlich entsprechend gekleidet, ne? Weil halt, it's time to get serious. Also nicht mehr in weiß, sondern in schwarz. Ja. Okay, gut. Genug herumgespielt. Starten wir mal. Und zwar in 3, 2, 1. Und let's go! Okay, hat mal angeschaltet. Let's go. So. Was für eine Story erwartet uns jetzt? Mal schauen. Okay. Hallo Faye, so sieht man sich wieder. So wie jedes Jahr. Oder wie jedes Mal in Faye-Channel. Oh, welche. Ja. Was? Ah, ist ja auch aufgefallen. Bei uns hat es schon angefangen zu schneiden. Zu schneien. Bei euch auch. Oh, Mensch. Ja, schon krass. Aha. Übrigens, danke Faye-Channel und Faye, dass du das mitten in der Woche rausbringst, weißt du? Muss ich auch hier mitten in der Woche aufnehmen, unfassbar. Egal. Ja, genau. Da seht ihr das. Am 4. Dezember, Alter, ey. Leute arbeiten? Egal, wie auch immer. Let's go. Starten wir und dann let's go. Okay. Was zum... Was jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, einmal. Irgend so eine Wolke, Smoke, keine Ahnung. Was zum? Was zum? Was ist das denn? Fire Emblem Engage irgendwie Style oder wie? Hä? Nee. Was zum? Okay. Also irgendjemand ist runtergefallen. Okay. Ist sie gerannt wie ein Tier, habt ihr gesehen? Und ist natürlich runtergefallen. Voll fies, voll gemein. Okay. Was zum? Alter, was für ein... Lebewesen ist das? Oh, guck mal, das sind wir cool. Oh, Alter! Was soll das denn? Einmal rein... Okay, was ist denn los? Einmal Fenster kaputt gemacht und so. Was ist denn passiert? Komm, steh auf. Was zum? Hä? Alphonse, what? Hä? Woher kennt sie ja Alphonse? Okay, und was ist das? Ja, alles klar, was... Wer sind jetzt die Charaktere, wie der neue aussieht? Ist klar, okay. Veronika, okay. Alles klar. Was zum? Okay, Alphonse, was geht? Was zum? Okay. Alles klar, also die ist die Bösewichtin. Okay. Alles klar. Was zum? Veronika, was ist los? Ja, alles klar. Ist sie betrunken oder wie? Dieses auch sie. Und dann nochmal irgendwie dieses komische Lebewesen. Das jetzt auf unserer Seite ist, okay. Mischung aus Tier und Mensch oder so. Hä? Henriette? Alter, was sind das für Karten von Alphons Familie und so? Okay. Ist das ein... Ah, das ist eine Katsune, ne? Bestimmt oder so. Oh mein Gott, das ist wieder typische Anime oder so. Oh mein Gott, Alter. Okay. Alles klar, gut. Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches in Fire Emblem, aber hab nicht gedacht, dass wir das nochmal sehen. Okay. Divine Beast, okay. Den kennt. Across the Nine Rooms. Okay, also eine Katze. Also eine, tatsächlich eine... What? Was sind das für Namen? Oh mein Gott, Alter. Aha, okay, also die Betrunkene und die Bösewichtin. Ja.
were after Alphonse and Veronica. Okay. They were just able to reconcile with each other, but now they're in trouble. Oh no. Voll fies, okay. Could it be that Ratatosker came to let us know? Okay. The story of Book 8 begins with the Order of Heroes getting a sudden visit from Ratatosker. What is her goal? Okay. And what could the Healing Hands want? Healing Hands. Something big is about to happen. Okay. Alphonse, Veronica, and the Order of Heroes. Make sure you work together to overcome the challenges ahead. Okay, also irgendwas ist passiert und natürlich Alphonse und Charinia sind wieder dabei. Okay, alles klar. Of course, summoners who just started playing Fire Emblem Heroes can play. Oder ist ja, als ob wir hier wieder in Naruto-Style sind, weißt du, mit den Katsun und so. Was ist das? Ah, okay. Dann ist er auf unserer Seite, okay. Ratatosker, okay. Okay. Was zum? A Squirrel? Das war ein Squirrel? Ich dachte, das wäre der Oh mein, ich dachte, das wäre ein Fuchs. Oh mein Gott, okay. Alles klar. Ja, alles klar. Übertreib mal erstmal. Okay. Aha, okay. Was ist das? Oh mein Gott, ja. Viel Spaß, das alles zu lesen. Ja, sieht das so? Okay. Okay, alles klar. Okay, also wir haben einfach ein Eichhörnchen anscheinend. Jetzt. Ich dachte, das wäre eine Katsune und wir haben irgendwie wieder Theme, so ähnlich wie in Naruto, weißt du, irgendwie mit den ganzen, aber nee. Irgendwelche Menschenstiere. Okay, interessantes Theme. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Bin ich damit gerechnet, aber okay. Ach, guck mal. Alles klar, kennen wir, schön, 800 diesmal. Nächstes Jahr wird es 900 und das Jahr danach bestimmt 10.000 oder so. Oder 1.000, mal gucken. Okay, okay, schön, cool. Nur 3 Orbs, Alter, viel zu wenig. Warum nicht 8 Orbs out? Ja, ich sehe es auch, weil das 8. Jahr wird. Richtig cool. Aber warum nicht 8 Orbs auch? Na, come on. Egal. Das heißt nichts, ne? Okay, cool. Ja, bist beliebt, ne? Was geht? Oh, Mensch. Was hat das mit den Karten auf sich? Habt ihr das auch gesehen? Hat bestimmt irgendwie. Mal gucken. Oh, okay. Alles klar, cool. Lass mal sehen. Okay. Alles klar. Was zum Yggdrasil? Okay. Ja, okay, sind wir jetzt im Wald gelandet? Alles klar, okay. Gut. Alles klar, okay, wunderbar. Ja. Willkommen im Wald. Anscheinend ist das wohl das Theme. Okay, was ist das denn? War das nicht Elise, die Karte? Oh, what? Final Awakening? No way! Hold up, what? Das sind euch, seht doch schon, wer das alles sind, was geht. Ah ja, was geht? Lowen oder wie heißt sie? Miriels Sohn ist das? Was geht, Alter? Aber Final Awakening, was soll das? Wie krass. Yo, Lowen, okay, so hieß er, ja, genau, alles klar. Ja, wie cool. Krass, Alter, ey. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Fire Emblem Awakening ist mein Lieblings-Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Game. Und ja. Wünsche mir, dass natürlich Severa und Inigo und natürlich die ganzen Kinder auch kommen, weißt du? Aber jetzt mit Lauren richtig cool. Oh mein Gott, Severa! Yo, was geht? Alter, speaking of the devil, wie man sagt. Was geht, wie geil? Ja, let's go. Severa, du bist doch eigentlich gekommen, mein Gott. Wir haben die ganze Zeit Selena, weißt du, von Fire Emblem Fates. Let's go! Du bist zurück! Cool! Nice! Okay. Geil! Cool! Let's go! Endlich was geht! Cool! Oh, ich freue mich so voll. Oh, Nico, du bist auch da! Wie geil! Oh mein Gott, unsere ganzen Kinder sind da! Wie cool! Wie geil! Okay, cool! Yo, Nico, was geht? Let's go! Richtig cool! Ja, ja, genau. Nur als Tänzer, ne? Let's go! Alter, so wie man es kennt. Oh mein Gott, das ist ja voll geil, Alter. Wie cool! Ja, das ist so cool. Ich freue mich so sehr. Es ist unglaublich. Oh mein Gott, Alter. Ja, let's go. Jetzt kann ich mit euch wieder spielen. Wie cool. Oh, Mensch, ey. Habe ich alle vermisst? Oh mein Gott, natürlich. Valida wurde auch eine... Ist klar, Alter. Ja, okay, das ist der Bösewicht von Final Awakening, für alle, die es nicht wissen.
Ja, okay. Ja, oh mein Gott, hab ich ihn gehasst, ey. Oh, welche. Aber cool, dass er auch irgendwie mal da ist. Hab mich schon gewundert, Alter. Wird bei langer Zeit, dass du auch kommst. Als Bösewicht, weißt du. Okay, cool. Okay, Lucina, alles klar. Okay, du hast das Fire Emblem bei dir und okay. Was ist das? Was ist denn mit dem Gesicht los? Okay, voll komisches Art Design. Naja, wie auch immer. Okay, abgesehen vom Gesicht, sehr cooles Artwork. Okay. Okay, ist das jetzt ein Ascended Hero oder was? Oder einfach normal? Okay, anscheinend normal. Okay. Ah, Ruiam Theo. Okay, alles klar. Was zum? Wo ist Inigo? Oh, okay. Alles klar. Okay, ich werde auf jeden Fall für Severa holen. Alter, was geht? Wie cool. Alter, was? Zweimal Inigo? Alter, let's go. Ist ja voll cool. Ja, okay. Achso, für alle, die es nicht wissen, in Fire Emblem Awakening kannst du übrigens die einzelnen Charaktere untereinander heiraten. Auch du als Summoner oder... als Protagonist selbst auch kannst du Leute heiraten und dann die Kinder bekommen und dann, ja, das waren halt die Kinder, die man dann da bekommen könnte. Richtig cool. Und Severa und Inigo waren meine Kinder gewesen. Obwohl, Severa auf jeden Fall. Ich glaube, Inigo war halt mein Schwiegersohn oder so in dem Spiel. Ja. Das ist voll geil, dass ich die jetzt wieder sehe. Richtig cool. Ja. Okay, cool. Alter, das Trio ist jetzt komplett, ne? Fällt mir gerade ein. Achso, ja, ja, gut, das kennen wir schon. Ja, ja, geil, geil. Es ist natürlich, wenn du Geld hast. Ja, alles klar. Ja, alles klar mit X-Skill. Okay. Ja. Das Trio ist übrigens komplett richtig cool, ne? Oh, Wayne, Inigo und Severa, voll geil. Freue mich voll. So, was ist das denn jetzt? Aha. Oh mein Gott, okay. Was soll das denn jetzt? Aha. Was ist das? Neues Event? Okay. Nun, lass mal sehen. What? Alongside? Okay, hold on. Moment. Mit anderen zusammen? Ist das irgendwann möglich? Moment mal. Lass mal sehen. Okay. Kein Problem. Achso. Was ist das? Das ist unser Team, das sind unsere anderen Teams und so weiter. Okay. Keine Ahnung, worüber die jetzt reden. Ah, okay. 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 Oh! Ja, wie cool. Okay, kannst du auswählen, mit wem du zusammen dann campst? Oder wie geil. Okay. Schüsse Partner. Sind das deine Freunde oder sind das irgendwelche zufällige Leute? Bestell einfach bei You, habt ihr gesehen. Okay. Okay. Was zum? Oh, really? Ernsthaft? Okay. Was soll das denn jetzt? Aha. Would make any sacrifice for ernsthaft, ey. Okay. Ja. Ich dachte, Kompatibilität im Sinne von, ob man zusammen gut kämpft und nicht, ob man sich gegenseitig liebt. Okay. Interessant. Was soll das denn? Okay, interessant. Mhm. Yep, cool. Alles klar, okay, cool. Wenn deine Teams hohe Kompatibilität haben, okay. Alles klar, okay. Also, jetzt heißt es richtig charmant werden. Nee, lass mal sehen. Okay. Achso. Okay. Mhm. Ja, genau. Cool, okay. Mhm. The Order of Heroes is fighting alongside the Lagoons. Okay, okay, cool. I'm going to be their biggest cheerleader. Fei Fei! Go team, go! Hey, let's go, okay. Mm-hmm. Welcome back. Oh, okay. Kampf ist schon vorbei.
Aber anscheinend wohl gewonnen. Okay, cool. Ja, ist ja so ähnlich wie Ether Waits, wie man es kennt, halt. Nur zusammen jetzt mit Partnern anscheinend. Richtig cool. Okay. Rewards? Let's go. Lass mal sehen. Okay. Mhm. Okay. Okay. Die Rewards sind ein bisschen lame, aber hey, besser als nichts, ne? Okay, cool. Alles klar, kann man zusammen kämpfen, aber leider anscheinend wohl nicht live, irgendwie anscheinend. Naja. Egal, wie auch immer. Ist nicht so schlimm, immerhin was Neues, cool. Ja, unfassbar, man hat sich gerade vertragen und dann schon wieder irgendein Unsinn ist jetzt wieder am Laufen, ist klar. Jawohl! Okay. Okay, ist eingeschlafen, sehr gut, okay. Wir sind nur noch wir beide hier. Okay. Kommt noch was? Mal gucken. Ah, alles klar, gut, hat man ausgeschaltet, okay. Und... Okay, es läuft noch. Okay, alles klar jetzt. Ich wollte schon sagen. So, meine lieben Zuschauer, Bros und Rosins, das war doch was, ne? Alter Schwede, okay. Ja, okay, neue Story haben wir gerade gesehen. Muss zugeben, das Theme war jetzt diesmal jetzt nicht so ganz klar als jetzt in den letzten Jahren. Ja, yeah, ich dachte erstmal, wir haben irgendwie so eine Kitsune, weißt du, irgendwie diese Menschenstiere jetzt wieder, aber kommen jetzt alle auf uns zu. Aber nee, das war anscheinend irgendein Eichhörnchen, wo ich mir auch so denke, wieso man darauf kommt, aber okay, egal, wie auch immer. Ja. Und ja, anscheinend diese Menschenstiere haben jetzt irgendwie das, den Frieden zwischen Asuka und Embla irgendwie wieder, keine Ahnung, ruiniert oder sind dabei, es zuvor zu wahren. Irgendwas, Alter, haben wir gerade gesehen. Irgend so ein Unsinn wieder. Ist da wieder am Laufen. Oh, Mensch, ey. Ja, mal schauen, was dann letztendlich der Fall sein wird. Das werden wir wieder eh sehen in der Story. Genau. Ja, das dazu. Und ja, mein persönliches Highlight waren natürlich die Awakening-Charaktere. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt noch Awakening gesehen. Weißt du, ich bin schon so zufrieden mit meinen Brave Robin und Legendary Robin, weißt du, dass wir dieses Jahr überhaupt hier bekommen haben, weißt du. Und dann erstmal die Kinder nochmal, unsere Kinder dazu, richtig cool. Also vom Final Awakening, ne, die Kinder, die man da erhält, ne, dass die jetzt irgendwann mal da sind, ne. Ja, in Fire Emblem Awakening konntest du ja, wie ich schon erwähnt habe, ne, konntest du ja Charaktere ja heiraten, als der, weil du ja selber Protagonist bist, ne, konntest du jeden heiraten, den dir gefällt, sagen wir es mal so. Und wenn du dann geheiratet hast, dann hast du halt Kinder bekommen, beziehungsweise sind die aus der Zukunft gekommen. Und deswegen sind die auch alle so erwachsen. Genau. Und ich, wenn ich mich zurückerinnere, in Fire Emblem Awakening, da hatte ich, ich hatte da, glaube ich, Cordelia, glaube ich, hieß sie. Ich glaube, die hatte ich da im Spiel geheiratet. Und dementsprechend hatte ich dann natürlich Severa als Tochter in dem Spiel. Ja. Und genau. Natürlich hatten wir immer nur Selena bekommen und einmal Severa war einmal als Ostern oder als, ja, Frühlingsoutfit oder so, weißt du, hatten wir bekommen. Aber nie Severa original und jetzt seht ihr das, dann haben wir irgendwie bekommen. Genau. Und deine Kinder in dem Spiel konnten dann wiederum auch heiraten, weil die ja erwachsen sind. Was auch voll verrückt war. Genau. Und da, glaube ich, hat dann meine Tochter dann, also Severa in der Hinsicht, dann Inigo geheiratet in der Hinsicht. Also war er quasi dann mein Schwiegersohn. Genau. Und Inigo ist dann wiederum der Sohn von Olivia und irgendein Vater halt. Genau. Ich glaube, das war im meinem One war das, boah, schon so lange her, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Egal, ist auch jetzt nicht so wichtig. Genau, auf jeden Fall Hauptsache, cool, dass sie jetzt endlich mal dabei sind. Also wirklich Inigo, nicht irgendwie seine Tanz, in sein Tanzoutfit, sondern seine normale Version, richtig cool. Genau, richtig geil, Alter, ey. Ja, und natürlich Laurent, ich meine, cool, ich meine, schön, dass er dabei ist, aber ganz ehrlich, ich habe ihn in Final Awakening kaum genutzt. Ich weiß nur, dass er halt der Sohn von Miriel ist halt. Genau. Ja. Cool. Natürlich Vali, der ist auch da, wo ich mir auch denke, endlich mal, wird auch mal Zeit, Alter. Einer der wenigen Bösewichte in, von Final Awakening. Das irgendwie immer noch nicht Final Heroes war und jetzt ist er auch da. Cool. Sind wohl alle wohl zusammen. Richtig cool.
Und das Trio ist auch eigentlich komplett, ne? Owain, Inigo und Severa. Geil. Und ich habe in Choose Your Legends habe ich immer auch für Severa halt auch gebotet, weißt du? Also für mich einmal, mich selber halt, Robin halt. Dann halt Cordelia, weil ich habe schon erwähnt, warum. Severa halt hauptsächlich immer. Und ja, das waren eigentlich die drei. Und natürlich Quorm halt auch. Das waren immer die vier Charaktere, die ich immer standardmäßig immer wieder gewotet habe, dass die in Fire Emblem Heroes kommen, jedes Mal halt. Am besten in Brave-Version, weißt du, und jetzt sind alle da eigentlich. Was für ein Traum, Alter, aber es ist unglaublich. Fire Emblem Heroes ist ja cool, Alter. Die ganzen Fire Emblem Awakening-Charaktere sind auch wirklich da, richtig cool. Oh mein Gott, ist ja die gesamte Familie ist wieder da, richtig cool. Mein Gott, da kann man ja endlich mal, kann ich jetzt meine Familie da zusammen bauen, so wie ich es ja in Fire Emblem Awakening auch gemacht habe. Geil, Alter, richtig cool. Ja, wunderbar. Die Familie ist zurück. Und ich glaube, das wäre es auch vom Fire Emblem gewesen. Vom Fire Emblem Heroes dieses Jahr. Genau. Und, also jedenfalls vom Fate Channel. Gut, dann, ich glaube, das wäre es auch dann. Was sie doch zu zeigen hätten. Oder was man noch sagen könnte. Und von daher, vielen Dank fürs Einschalten, meine lieben Vosmosins. Das war Fire Emblem Heroes, der Fate Channel mit der neuen Story. Mit nicht nur einer Kitsune, wie es mir ursprünglich dachte, sondern anscheinend mit so einem Eichhörnchen. Okay, wie auch immer. Ja. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Das war Fire Emblem Heroes Fate Channel. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ne? Vergesst nicht zu abonnieren natürlich. Und ja. In der Hinsicht, haut rein, stay awesome. Und das war euer Relink. Bis zum nächsten Mal. Ciao!